Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Minecraft-Aufnahmesession, wie man hier auch gleich erkennen kann. Und unter mir grunzen die Schweine, die Kühe miauen, die Kühe grunzen auch vor sich hin, die Schafe mähen. Und wir begeben uns jetzt hier ins Haus hinein, damit wir schlafen gehen können. Letztes Mal habe ich ja hier unten mit dem Bahnhof begonnen, zumindest den Weg zum Bahnhof runter. Und ich hätte mir in der einen Woche jetzt mal was dazu überlegen können. Aber um ehrlich zu sein, habe ich voll drauf vergessen. Und deswegen werde ich jetzt einfach improvisieren. Und meist, wenn ich improvisiere, kommt nur Schwachsinn dabei raus. Deswegen hoffe ich, dass auch heute mal irgendwie vielleicht was Gutes dabei rauskommen könnte. So. Ja, hier draußen ist doch die Kiste voll. Deswegen habe ich hier so einen kleinen Durchgang gemacht. Für alle Leute, die sich wundern. Und damit ich auch in Sicherheit bin, mache ich halt... Oder habe ich noch Türen drinnen? Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ey. Ich habe sogar noch Türen drinnen. Weil dann gebe ich hier mal eine Tür rein. Und ja, dadurch sind wir mal ein bisschen geschützt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt schon mit dem Bahnhof beginnen soll oder noch nicht. Aber um ehrlich zu sein, habe ich Bock drauf. Deswegen gehe ich da runter. Genau hier unten sind die Kühe. Und hier runter geht's zum Bahnhof. Ich werde das Ganze jetzt mal so ein bisschen aushöhlen. Und irgendwie habe ich gerade Frame-Abbrüche, nur ich weiß nicht warum. Und woran das liegt, weiß ich auch nicht. So, die Erde kommt aber mal hier weg. Brauche ich ja nicht. So, dalle. Boah, wie groß wird denn der? Also auf alle Fälle brauche ich ja mal einen Gleis dort drüber. Ein Gleis ins Dorf. Das sind schon mal zwei Bahnstrecken, ne? Zwei Bahnstrecken. Da werde ich sicherlich noch eine Bahnstrecke in die Richtung machen. Also ich würde sagen, um die 8 Bahnstrecken, weil man kann ja nie wissen, was ich danach noch bauen werde. Und sicher, sicher. Und bevor ich dann nachher das Ganze ausbaue, mache ich das jetzt gleich. Ich hatte auch gesagt, dass die Decke, dass der Raum 4 hoch wird. Und es sollte am besten symmetrisch werden. Dann habe ich mir vielleicht auch überlegt, irgendwie im Raum Säulen irgendwie einzubauen. Aber wie ich das noch machen werde, weiß ich nicht. Aber hier kommt mal eine Fackel hin, das weiß ich. So, gut. Dann würde ich mal sagen, ich baue mich einfach mal in die Richtung. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, ich baue einfach mal in jede Richtung 10 Blöcke ab. Mit dem hier. Also, 1, 2, 3, mal. Okay. Einfach am Boden sind. Eins. Ey. Boah, das war ein Fail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo. Also 10 in jede Richtung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und natürlich darf die Fackel nicht fehlen. Wie weit gehe ich nach hinten? Das ist jetzt eine gute Frage. Boah! Ey. Junge. Das war echt nicht lustig. So, dann bauen wir das. Nee, das muss weg. So, Gott sei Dank habe ich hier eine Fackel geplantet. Und ich werde oben auch eine Fackel setzen. So. Die Fackel kommt dann weg. Und da kommt dann Cobblestone rein. Und ich hoffe, da fliegt uns kein Gravel entgegen. Leider falsch gedacht. Das ist doch wieder scheiße. Genau dann, wo man kein Gravel braucht, kriegt man ihn. Das ist doch irgendwie typisch. Aber was soll es? Was soll es? So, hier brauche ich mal ein bisschen was weg. Und dadurch, dass ich jetzt wieder Cobblestone farme, kann ich das für hinten, für die Mauer verschwenden. Für das Dorf halt. So. Und dann baue ich auch nochmal hier ein bisschen rein. Wie weit es da nach hinten gehen wird, das weiß ich noch nicht. Deswegen baue ich einfach nur mal ein bisschen in die Breite. Und überlege mir während der Aufnahmesession noch so ein bisschen, wie ich das Ganze hier angehen werde. Weil, ja wie gesagt, erstens einmal muss es symmetrisch sein. Zweitens einmal weiß ich bis jetzt noch nicht, wie ich das Ganze ausstatten werde. Wie die Gleise verlaufen werden. Wo sie hinführen, wie sie gesetzt werden und so weiter. Also... Da muss man planen. Nein, eigentlich nicht. Minecraft ist da, um irgendwas zu bauen. Eigentlich auch nicht. Aber egal, ich rede über Schwachsinn. Ich sollte damit aufhören, obwohl ich das am besten kann.
Und ich renne jetzt mal da nach hinten ins Dorf. Weil. Ich habe mal den ganzen Cobblestone benutze. Habe ich Erde mit? Natürlich nicht. Das heißt ja wieder mal supi der Upi. Ich benutze jetzt mal den Cobblestone. Bin jetzt mal ein böser Bube. Und kleiste damit mal den Teich zu, damit der mal verschwindet. Danach kann man ja noch immer fail. So, mal. Da kann er überall Cobblestone hin. Ich meine, das sieht ja nachher keiner und ich meine, muss ja auch keiner wissen. Und ehrlich gesagt will ich nicht so viel Erde verschwenden, weil Cobblestone kriege ich ja jetzt. Richtig, richtig viel. Und ich meine, warum soll ich das jetzt nicht hier gleich einbauen? Weil, ehrlich, jetzt die Erde werde ich nachher nie wieder sehen. Wahrscheinlich nie wieder sehen. Und es geht ja nur darum, dass die obere Schicht aus Erde besteht. Und nicht die unteren Schichten, ne? Weil die sieht man ja danach nicht mehr. Also von dem her ist es ja wurscht, was man da unten rein gibt. Außer man gibt Diamantenblöcke rein, dann hat man nicht, dann hat man sie nicht mehr alle. Wobei, wenn man sich cheatet, dann würde ich sogar verstehen. Ja, das ist jetzt scheiße wegen dem Haus. Vielleicht muss ich das mit MC Edit eins nach oben setzen. Oder ich mache einfach Folgendes. Hier kommt dann Erde rein. Die habe ich jetzt sogar mit. Hier werde ich mal den Kabelstein noch mal schnell rausklatschen. Also hier kommt dann Erde rein, weil das auf einer Ebene mit dem Haus sein muss. Muss ich mir dann noch überlegen, wenn ich genug Erde dabei habe. Aber hier so. Ja, bis dahin kann ich höchst sogar schon fast sagen. Ungefähr so, dann kommt hier noch der Cobblestone raus. Und klatsche jetzt mal schnell die Erde rein. Das mache ich aber auch nur, damit ich einen freien Inventarplatz habe. Habe ich was zum Essen mit? Ja, sehr gut. So, warte kurz, ich muss schnell was essen. Und jetzt kann ich mich hier wieder an den Teich ranmachen und den Cobblestone reingeben. So. Ja, wie es da hinten weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Wie die Mauer über ja, den See geht, das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich das Schwierigste sein. Vielleicht hat ja wer eine Idee. Unten in der Beschreibung findet ihr den Map-Download von der Welt bei Folge 154. Also vor 30 Folgen ist der Map-Download rausgekommen. Bei 200 gibt es wahrscheinlich den nächsten. Sicher bin ich mir noch nicht. Sicher kann man sich nie sein. Vielleicht ändert sich ja noch mal was. Aber ja, ich glaube, bei 200 kommt er dann auch wirklich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt auch in letzter Zeit überlegt habe, ob ich vielleicht, naja, wie soll ich sagen, ob ich vielleicht, wir haben ja eine eigene Website erstellt. Die Frage ist halt nur, ob es sich halt jetzt schon auszahlt für eine eigene Website. Weil ich denke mir derzeitig, naja, ich meine Reichweite ist nicht so groß, dass ich eine Website brauche mit 300 oder ja, 400 Abonnenten. Irgendwie sowas herum. Aber ich weiß nicht, das hätte schon irgendwie Vorteile. Erst einmal für mich, weil ich könnte dort zum Beispiel ein Forum einrichten, wo ihr dann miteinander kommunizieren könnt, wo ich dann halt auch oder wo ihr mir dann helfen könnt. Vielleicht entdecke ich ja auch den einen oder anderen, weil es ist ja so, ihr könnt mir auch gerne irgendwie dann. Nee, wobei ich will nicht irgendwie Leute pushen, dann heißt es, ich bin so ein Push-Kanal und das will ich nicht. Also, Idee zurück. Nee, aber das Forum, ich habe mir echt schon ein paar Mal überlegt, ein Forum irgendwie, ja, zu errichten. Aber ich denke mir halt nur jetzt, derzeit ist es halt ein bisschen unnötig, vielleicht so ab. Wenn die Reichweite ein bisschen größer ist, also ich sage jetzt mal, wenn ich irgendwie so 500 Zuschauer habe, also wirklich aktive Zuschauer, 600 aktive Zuschauer, irgendwie sowas herum, und dann würde es sich vielleicht sogar auszahlen, das zu machen. Ich schaue jetzt auch mal zu den NPCs rein. Zu den NPCs.